Ja, sehr schön wieder hier auf der Sapphire 2017 zu sein. Wir waren ja schon mehrfach hier. Jedes Mal ist es wieder ein neues Abenteuer, neue Gespräche, neue Projekte, die gezeigt werden. Da ist das digitale Lernen mit OpenHPI, da ist das ganz neue Thema Gesundheitscloud, wo im HPI grundlegende Arbeiten gemacht werden. Wir haben Sicherheitsprojekte, die wir vorstellen, Big Data, digitale Transformation sind Themen. Also aus den verschiedenen Forschungsbereichen des HPIs werden hier Dinge vorgestellt für die interessierten Besucher, die ja hier aus dem Business-Kontext kommen und sich informieren wollen über, wohin denn die Reise geht. Das ist ja das, was so ein Forschungsinstitut zeigen kann. Viele neue Methoden auch des Machine Learnings haben den Weg ans Hasselblatt-Institut gefunden und werden auch hier auf der Sapphire vorgestellt. Unter anderem haben wir hier die Projekte der Multimedia-Analyse mittels den neuen Deep Learnings, wie neuronale Netze eben dazu benutzt werden, um Videos zu analysieren und zum Beispiel Schriften zu erkennen. Zum anderen betrachten wir auch die neue Methodik der kausalen Inferenz und stellen hier das Bachelor-Projekt vor, was es erlaubt, Machine Learning im Sales Order Fulfillment Prozess einzusetzen und Issues zu vorherzusagen, noch bevor sie auftauchen. Wir präsentieren erstmalig einen Prototypen der Gesundheitscloud, der das Zusammenspiel einer medizinischen Forschungsanwendung mit der Gesundheitscloud-Plattform so erstmalig präsentiert.